So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. Und da wir letztes Mal ja es geschafft haben, mit einem Satelliten eine Umlaufbahn hinzubekommen, auch wenn ehrlich gesagt, naja, ich den Flug löschen musste, ich weiß auch nicht, warum ich nicht zurückgekommen bin, versuchen wir jetzt mal unseren ersten bemannten Raumflug. Mit einem Cockpit, mit einem Kommandomodul. Machen wir den mit einem Kommandomodul. Das sieht doch gut aus. So. Da passt ein Kerbit rein. Wie auch immer die Typ. Kerbonaut, genau. So, jetzt habe ich's. So, dann brauchen wir so ein SAS-Modul. Natürlich, um die Stabilität. Aber ich habe schon wieder was vergessen. Diesmal wollen wir wieder dieses Ding zum Abklapsen. Ist zu groß. Antikappel, genau. SAS-Modul dran. Bevor ich es ganz vergesse, tun wir oben den Fallschirm, wenn ich ihn finde. Da, Utility. Parachute MK16, MK16XL Parachute. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding reicht. Aber wir werden es sehen. So. Dann haben wir hier wieder unser SAS und machen ein RS. SCR. Wie heißen die nochmal? RSC-Dinger dran, genau. Ja. Dann natürlich was für unsere Rakete. Unser übliches. Wie heißt jetzt hier? Unser übliches. Unser übliche Rakete, unser. Scheiß Antriebskopf ist ja auch was jetzt. So, aber diesmal machen wir es anders. Und zwar hängen wir diesmal. Nein, ich will einfach. Danke. Etwas. mehr. Wie eine Raumfähre, like. Den Feststofftank unten dran. Einfach mal zu gucken, ob das Ding, ob das funktioniert. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Wenn ich es dann dran bekommen würde. Ja, das mit, ist noch alles ein bisschen tricky. Wieso geht es so, gehst du jetzt nicht da dran? Hier so einen kleinen? Ist das das Problem? Okay, damit geht's. Dann wird's auch mit dem Großen gehen. Ja, vielleicht doch nicht. Warum geht das denn nicht? Brauchen wir vielleicht für ein anderes Construction-Ding? Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Dinger nicht kappen. Ja, das Ding, die kappelt sich. Ja. Sehr schön. Immer ein bisschen weiter weg. Ein bisschen seitlicher. So. Dann können wir oben aerodynamischerweise. Genau so. Und also eine Rocket Nose und machen hinten dann die übliche Rakete dran. So. Und jetzt an den Seiten. Kann man nicht etwas längere? Nein. Befestigen wir natürlich auch noch Booster. Sollte einigermaßen symmetrisch aussehen. Ja, nicht ganz.
Na, wir probieren es einfach mal. So. Ach, jetzt hat es das nicht verdoppelt. Ach komm, ist das scheiße. Nein. Ich will 2 haben. So. Jetzt ab. Die Rakete, genau. Das Problem hierbei wird sein, dass wir genug Sprit haben müssen, um das Ding wieder zurückzubringen. Deswegen muss ich da wohl noch ein bisschen mehr Tank reinbasteln. Genau. Ja. So. Aber mehr Tank bedeutet natürlich dann auch mehr Gewicht, das hoch katapultiert werden muss. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch Flügel, sonst sagt das Ding nö. Ah, das Ding fliegt, da bin ich mal gespannt. Eventuell werden wir bald unseren ersten Verlust zu melden haben. Richtig? Ja. Die müssen in eine Phase. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Körbonaut das Ding hier überleben wird. Na, wir werden es sehen. Ach, das können wir vielleicht noch machen. Wir bauen da oben einfach noch einen SAS-Pod. Ein SAS-Modul dran, jetzt ist es groß. Ja. Das gibt der ganzen Sache dann vielleicht etwas mehr Stabilität. So. Naja, wir müssen uns noch befestigen. Wir nennen das, ist ein Command Port, also müssen wir etwas Space Curb, etwas Kreativität reinbringen, Space Curb 1 Safe. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das Ding fliegt. Gehen wir zum Launchpad. Yep. Octo 2. So, wir sind auf dem Launchpad und hier unten ist unser Astronaut Jebediah Kerman. Kerman, genau, Kerman hießen die Dinger. So. Genau. Wir müssen Throttle up. Schaut gleich mal auf das Gesicht von dem. Noch schaut er ganz lustig aus. Also. Start in 3, 2, 1. Wow! Ja, okay, das wird so nicht funktionieren. Ja, machen wir mal einen Restart. Ich habe vergessen, das SCS anzumachen. Eventuell hilft das. So, zweiter Versuch. Beim ersten Mal ist Jebediah gestorben, aber er ist wieder da. Auf geht's! Nein, es hilft überhaupt nicht. Und Jebediah ist da. Okay, man merke... dass das nicht so funktioniert, wie wir es wollen. Also müssen wir das Ganze dann doch ein bisschen verändern. Nein, wir können es nicht verändern. Also wir müssen nochmal ganz neu anfangen. So, Command Pod. Dann halt das übliche Zeta mit dem
den Tank, dann unten die Rakete dran. So, dann mal schnell oben den Parachute, den Fallschirm dran. Okay, dann brauchen wir trotzdem auf jeden Fall unten ein großes, wo ist denn das? Ah, verdammt, wir haben das SAS-Modul vergessen. Und noch so einiges anderes. Wir müssen einen Decoupler dran bauen und dann können wir ein SAS-Modul oder der CS-Buster. Man kann ja nie wissen, wofür man das gebraucht brauchen kann. So, dann haben wir schon mal unsere Grundrakete. Dann bauen wir unten wieder ein SCS-Modul dran. Ein Decoupler. Nein, das war das falsch. Ich will ein Decoupler. Ein Decoupler, genau. What the fuck ist das denn? Achso, da fehlt jetzt die Rakete auch noch. Die wir natürlich noch parat haben. Hier. So, und diesmal machen wir es, weil es so schön war. Letztes Mal haben wir es ja mit einem einfachen, mit einem dreifachen Antrieb versucht. Diesmal machen wir es anders. Und zwar folgendermaßen. Mit einer fetten Rakete. So wie eben eigentlich schon geplant. Aber eben hat es halt nicht funktioniert. Genau so. Und jetzt machen wir an den Seiten trotzdem noch. Machen wir 4. Damit schieße ich das Ding halt natürlich ordentlich weg. Ja, machen wir 4. 4 andere, noch normale Raketenbooster dran. Genau so. Und Aerodynamik bauen wir dann auf Vitalis für die Teile. Oder geht das auch? Nein, ist zu klein. Dann müssen wir das nehmen. Aerodynamic Nose. Ja, so. Ah, da das letzte Mal schon so super funktioniert hat. Dann machen wir unten noch ein großes SAS-Modul dran. Alter, das wird eine Rakete. Flug. Wir brauchen natürlich auch noch Flugunterstützungsdinger dran. Und hier ebenfalls bitte. Oh, die gleichen. So. Oh, noch ein Ding, was das Teil festhält. Ich habe nur einen. Die Phasen stimmen alle. So, Versuch Nummer 2. Habe ich Space Curb genannt oder Curb Space? Space Curb 2. Hoffen wir, dass wir diesmal überlebt. Bitte sag mir, dass ich das in irgendeiner Form gespeichert habe. Nein, das habe ich nicht gespeichert. Nein! Ach komm. Ach komm! Ja, dann sage ich mal, ich baue sie mal schnell wieder zusammen und danach starten wir sie. Also, bis gleich. Ciao.